Herr Bundeskanzler, für Ihre liebenswürdige Einladung zu einem Besuch in der Bundesrepublik und für den heutigen großartigen Empfang sage ich Ihnen, Herr Bundeskanzler, im eigenen Namen und im Namen meiner Beigeleiter unseren herzlichen Dank. Ich freue mich sehr darüber, in Deutschland sein zu dürfen. Auch ist es mir eine besondere Freude, Bonn besuchen zu können. Diese Stadt, von der so viele bedeutungsvolle Impulse für die europäische Kultur ausgegangen sind und die schon seit meiner Jugend aus der begeisterten Schilderungen meines großen Landsmanns Erik Gustav Jäger kenne. Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind ja seit jeher außerordentlich intensiv und vielseitig gewesen. Das gilt nahezu alle Gebiete. Die Bundesrepublik ist heute unser größter Handelspartner. Die heutige Lage stellt hier den Höhepunkt einer jahrhundertlangen Entwicklung dar. Auf dem kulturellen Gebiet ist, wie Sie, Herr Bundeskanzler, wissen, unser Dankeschuld gegenüber Deutschland außerordentlich groß. Seit Generationen haben wir von deutscher Literatur und Musik wichtige Impulse erhalten. Und es ist für uns eine Quelle. Heute, Herr Bundeskanzler, stehen wir in mancher Hinsicht vor gemeinsamen Problemen. Während dieses Besuches mit Ihnen über Fragen. Danke, Herr Bundeskanzler.